Meine Damen und Herren, ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Episode Huli Nerd zockt. Es wird heute sehr knuffig und knuddelig. Wir spielen heute Ewok Village. Ein Spiel, welches man im Browser spielt, was quasi eine Art Aufbausimulation ist und teilweise auch so ein bisschen an Lemmings erinnert und an diverse andere Genrevertreter. Die Lemmings haben hier ein sehr eigenes Design. Es erinnert auch so ein bisschen, finde ich, vom Design her an Angry Birds, aber nur ganz minimal. Und ich muss mich jetzt hier erstmal zurechtfinden. Wir kriegen hier auch so direkt ein Tutorial angezeigt, was wir denn alles machen können und was wir denn zuerst machen müssen. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier eine Hütte bauen. Und dann dauert es eine Zeit lang. Und die Ewoks bewegen sich sehr komisch. Und da haben wir dann auch schon die Hütte gebaut. Also ich persönlich habe ja kein großes Problem mit den Ewoks. Ich weiß, viele Fans sehen in den Ewoks den Teufel. Ich gehöre persönlich jetzt nicht dazu, aber ich bin auch kein sonderlich großer Fan von den Ewok-Filmen an sich gewesen. Es war ja so die Idee, dass man eben halt Charaktere einführt, die man dann in einem Expanded Universe dann weiterverwendet. Es gab ja dann auch mal eine Ewok-Zeichentrickserie in den 80ern, aber war alles nicht so dolle, wie ich finde. Ja, wir können jetzt hier eine Leiter bauen und dann können die Ewoks in eine andere Ebene und wir können dann auch in den Baumstämmen eine Plattform platzieren, wo wir dann halt auch weitere Hütten dann installieren können. Aber so sonderlich toll ist es jetzt auch nicht. Es ist so eins dieser, naja, man kann es schon irgendwo vergleichen mit den Social Games. Aber das hier ist tatsächlich ein offizielles Spiel. Also das ist jetzt nicht irgendwie was von unabhängigen Spieleentwicklern gemacht. Das ist wirklich offiziell mit der Star Wars-Lizenz versetzt. Oh Gott. Also es ist sehr zäh, dieses Spiel. Aber es gibt ja Leute, die haben an sowas Spaß. Ich gehöre da jetzt nicht unbedingt zu. Nicht, dass ich jetzt was gegen Aufbausimulationen hätte. Aber das hier ist jetzt. Naja, ich baue jetzt hier einfach noch mal ein paar Hütten. Man weiß ja nie. Vielleicht erhöht sich dadurch die Population ja bei den Ewoks. Okay, ja, was müssen wir denn erreichen? So, let's start. Select the Hut-Step and then click on New Hut. Okay, ja, das mache ich ja jetzt hier irgendwie die ganze Zeit. Kann ich noch eine Hütte bauen? Nein, kann ich nicht. Ja. Nein, wollen wir nicht. Okay. Da gibt dann uns auch jeder Ewok eine separate Stimmungsanzeige, ob sie denn hungrig sind, ob sie gut gelaunt sind. Okay, ich baue jetzt hier einfach noch mal eine Hütte hin. Kann ja nie schaden. Kann ich denn jetzt auch irgendwie mal. Ach ja, hier, das könnte ich ja eigentlich miteinander verbinden. Dann müssten die jetzt nicht immer rauf und runter rennen. Kriege ich nicht auch irgendwie die Anzeige hier weg, weil die nervt ja jetzt schon ein bisschen. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht. Ach so, oh, das kann ich auch noch machen. Hier so ein paar Symbole an die Bäume platzieren. Kann man mögen, muss man aber nicht. Okay, kann ich jetzt. Ach, ich kann nach oben hin was bauen. Interessant. Ja. Ein Pathway. Na, so, da klappt's. Na, so. Jetzt ja, eine Plattform gebaut. Okay. So, dann kloppen wir da jetzt nochmal eine Leiter hin. Aber was positionieren wir denn da jetzt? Weil irgendwie können wir gerade nichts positionieren, weil wir irgendwie jetzt nicht genügend Ressourcen haben. Also irgendwie, ja, zoomen wir mal raus. Ja, so sieht das Ganze dann. Okay.
Wie geht das denn jetzt hier weg? Das nervt gerade ein bisschen. Geht es überhaupt weg? Irgendwie nicht. Okay, gut, dann versuchen wir uns jetzt mal nicht dran zu stören. Also mich wundert es ja, dass man noch nicht auf die Idee gekommen ist, in diesem Stil der Evox eine CGI-Serie zu machen. Ich glaube, das sollte ich auch nicht zu laut sagen, weil sonst wird es irgendwann mal Realität. Könnte dann eventuell für Kinder ganz interessant sein. Aber, wie gesagt, kann man mögen, muss man aber nicht. Ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel, was ich jetzt so von den Ewoks erzählen könnte. Also ich habe jetzt noch keine Geschichte gehabt. Ah, okay, wir haben da jetzt was abgeschlossen. Okay. So. Was ich sagen wollte, also ich kenne jetzt persönlich noch keine Geschichte mit den Ewoks, jetzt mal abgesehen von Return of the Jedi, wo ich jetzt sage, dass die Ewoks für mich interessant waren. Also ich gehöre jetzt nicht zu diesen Ewok-Hatern, dennoch finde ich die Ewoks jetzt nicht wirklich interessant im Star Wars-Universum. Was kann ich denn jetzt hier machen? Kann ich da nicht auch noch irgendwie eine Leiter aufbauen? Geht doch bestimmt. Das geht tatsächlich. Aber was können die Ewoks dann da machen? Ah, ich weiß es nicht. Genau, bauen wir nochmal so ein paar Verbindungstreppenleitern, was auch immer. Wenn es denn gehen will. Gut, machen wir es halt so. Soll mir auch recht sein. Irgendwie, ich kann noch nichts weiteres bauen, weil irgendwie fehlen mir hier noch ordentlich Ressourcen. Okay. Ja, okay, gut, ja, das wissen wir jetzt auch. Also, die Idee dahinter war vielleicht ganz nett von diesem Spiel. Aber das ist jetzt kein Spiel für mich, wo ich jetzt sage, das könnte ich jetzt den ganzen Tag zocken. Ja, ich würde einfach sagen, wir bauen jetzt nach oben hin noch ein bisschen aus. Einfach nur, um Platz zu schaffen, damit wir noch ein paar Hütten hinbauen. Okay. Aber passiert hier auch noch irgendwas? Ich weiß nämlich auch immer noch nicht, wofür die jetzt diese Anzeige ist. So 76%. Steigen wir dann im Level? Okay. So, haben die da jetzt ihre Nahrung abgelagert? Habe ich das jetzt richtig verstanden? So ganz habe ich jetzt noch nicht so den Fortlauf geblickt. Aber wir können uns ja erstmal noch ein bisschen vergrößern. Bauen wir doch einfach noch mal eine Hütte. Was ist das denn hier? Ein Playhouse. Okay. Da haben wir jetzt eine Trophy bekommen. Ja. So, was kann denn diese Hütte? Auf jeden Fall ruft das eine Reaktion bei den Ewoks hervor. Ja, komm. Wollen wir da doch mal hier noch. Wieso will das nicht? Ha. Na? Warum nicht? Okay, dann halt nicht. Bauen wir eben halt hier noch was hin. Wo machen wir es am besten? Ach, da oben ist schon was. Ja gut, dann bräuchten wir ja eigentlich nur hier so eine Wegleiter. Na, willst du wohl? So. Was kannst du? Ah ja. Dann bauen wir ja jetzt noch mal irgendwas hin. Okay, das geht jetzt noch nicht. So, Level 6, sind wir nicht schon Level 7? Ah nee, Level 2. Ach so, da oben, das ist die Anzahl an Evox und oben rechts ist dann unser Level-Status. Wir sind jetzt noch Level 2. Okay, das habe ich jetzt verstanden.
Na, das wird jetzt hier wohl nicht so gerne. Ah, da geht noch eine. Ja, haben wir nach oben hin noch ein bisschen Platz. Ja, okay. Also sonderlich viel Action haben wir jetzt wohl nicht mehr. Aber ich wollte euch das Spiel jetzt hier an dieser Stelle nur mal ein bisschen zeigen und gleichzeitig konnte ich euch dann meine Sicht in Bezug auf die Evox von mir geben. Sind wir hier überhaupt auf Endor? Ich weiß es nicht. Würde aber Sinn machen. Ich meine, gut, das Spiel heißt jetzt nur Ewok Village. Das kann, was weiß ich, wo sein. So, verbinden wir das jetzt hier nochmal. Also, das geht mir auch ein bisschen langsam voran hier, dass man im Level aufsteigt, dass man weitere Häuser bauen kann, um weitere Reaktionen der Ewoks hervorzurufen. Ja, was können wir denn jetzt hier noch machen? Müssen wir ja jetzt echt die ganze Zeit warten? Sieht so aus, dass wir dann irgendwie, dass dann die Anzeigen steigen, dass wir dann hier noch mehr machen können. Boah, das ist aber auch ziemlich mühsam, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Ich merke auch, dass die Ewoks sich unterschiedlich schnell fortbewegen. Okay. Also da gibt es sicherlich interessantere Aufbausimulationen. Können wir hier noch was hinbauen? Da können wir doch. Wieso können wir da nichts hinbauen? Was soll das? Total langweilig irgendwo. Aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die an sowas Spaß haben. Ich bin definitiv nicht die Zielgruppe davon. Aber bauen wir noch ein Häuschen. Way. Na gut. Ja, was können wir denn jetzt hier noch machen? Außer dass wir warten, dass wir im Level aufsteigen, jetzt glaube ich nicht sonderlich viel. Ja, verbinden wir das noch, damit die da auch hinkommen. Ja. Ja, komm, bauen wir hier noch auch eine Verbindungstreppe hin. Oder auch nicht. Ich verstehe nicht, warum das an manchen Stellen geht und an manchen nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung gerade. Okay, auf jeden Fall steigert sich der. Die Holzressourcen, unser Holzlager steigt und steigt. Und irgendwie können wir jetzt auch nichts mehr an Holz sammeln. Okay. Ansonsten bin ich jetzt auch ein bisschen einfallslos, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber ich glaube, dann lassen wir das jetzt auch mal gut sein. Falls euch dieses Spiel interessieren sollte, ich werde euch das verlinken. Könnt ihr ja mal selber einen Blick drauf werfen. Ansonsten war es das jetzt auch. Zoomen wir nochmal ein bisschen raus. Das war Ewok Village und die nächsten Spiele werden mit Sicherheit interessanter. Das war's von mir. Möge die Macht mit euch sein. Bis dann.